Ja, vielen Dank, lieber Markus. Auch erstmal herzlichen schönen guten Abend für heute. Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Mein Name ist Christoph Nadler. Ich bin seit 1996 im Kreistag von München. Bin seit vielen, vielen Jahren dort auch Fraktionssprecher und war insgesamt 3 Wahlperioden im Verkehrsausschuss. Und war auch an dem Nahverkehrsplan eben für den Landkreis München nicht ganz unwesentlich beteiligt mit meinem Kollegen Frank Sommer, der leider heute nicht dabei ist. Willst du weiterblättern? Ja, ich möchte erstmal ein bisschen was so zur Entstehungsgeschichte erzählen. Das ging sehr schnell. Ja, also der Landkreis München hat 350.000 Einwohnerinnen und ist ein Zuzugslandkreis mit sehr großen Verkehrsproblemen. Und wir haben 29 sehr unterschiedliche Gemeinden. Wir haben Gemeinden, die sehr städtisch sind. Wir haben ländliche Gemeinden, wir haben große Gemeinden. Wir haben sehr kleine Gemeinden, also ich sage mal von 5 bis 30.000, und das sind so die einzelnen Gemeinden. Und bis 2013 war es im Landkreis München so, dass Busse nur dann gefahren sind, wenn eine Gemeinde gesagt hat, ich hätte gerne 3 Busse zusätzlich und die sollen bitte links rum um die Kirche fahren statt rechts rum. Das ist das sogenannte Nachfrageprinzip. Also hat die Gemeinde nachgefragt, dass sie neue Busse bekommen soll und möchte, und hat dann auch erst noch einen Erprobungszeitraum gehabt. Er musste 4 Jahre das erstmal auf eigene Kosten und Risiko sozusagen selber bezahlen. Und wir haben dann 2009 den Antrag gestellt für einen Nahverkehrsplan. Das dauert dann auch schon einige Jahre. Das wurde dann also vergeben, und von 2010 bis 2013 hat es auch verschiedene Verzögerungen gegeben. Und wir haben das, was auch sehr wichtig ist, da komme ich nachher auch nochmal drauf zu sprechen, an ein externes Planungsbüro gegeben, nämlich die Firma Planmobil. Gut, das ist ausgeschrieben worden, aber wir sind sehr glücklich, dass wir diese Firma bekommen haben. Die kommt aus Kassel und ist eben nicht verschwistert und verschwägert mit irgendwelchen Bürgermeistern oder mit dem MVV oder Busunternehmern, sondern die haben das eben extern mit einem Blick von außen sehr gut gemanagt und sind dann eben ab 2013 schrittweise zur Umsetzung gekommen des Nahverkehrsplans, eben zu einem Angebotsprinzip. Da komme ich gleich auch nochmal dazu. Das heißt, wir machen ein Angebot an alle Gemeinden. Und der Markus hat es vorhin schon mal kurz angesprochen, haben jetzt schon die erste Fortschreibung letztes Jahr beschlossen. Es bringt ja nichts, wenn wir auf immer und ewig den Nahverkehrsplan von 2013 als Basis haben, sondern das muss einfach auf einen neuen Stand gebracht werden, mit neuen zusätzlichen Themen angereichert werden. Man muss schauen, wie sich auch der Landkreis in der Zwischenzeit so entwickelt hat. Könnte man wieder weitermachen. Ja, wie geht man davor, oder wie sind wir vorgegangen? Ich habe gerade ja schon mal gesagt, dass in der Vergangenheit die Gemeinden eigentlich immer bestimmt haben, welche Busse bei ihnen fahren. Und das war sehr unstrukturiert. Es gab Gemeinden, die hat das mehr interessiert. Es hat andere Gemeinden gegeben, die hat das weniger interessiert. Es gab auch unterschiedliche Standards. Und es gibt ärmere Gemeinden, reichere Gemeinden, und deswegen hat man erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht und hat erstmal geschaut, ja, was gibt es denn überhaupt? Und dann hat man gewisse Standards festgelegt, und zwar Standards, die dann für vergleichbare Gemeinden auch die gleichen Standards zugrunde gelegt haben. Und es wurde eine Linienführung erstmal auf Basis desjenigen oder von dem, was man bisher vorgefunden hat. Aber man hat sich auch dann gleich um Optimierungen gekümmert. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt. Man hat dann eben Neuvorschläge gemacht und einen Umsetzungsplan. Der ist auch ganz wichtig. Es bringt nichts, wenn ein dickes Buch geschrieben wird, sondern die wichtigsten Seiten ist der Umsetzungsplan. In welchem Jahr wird was umgesetzt? Und das Ganze wurde in sogenannten Regionalkonferenzen, also der Landkreis München, also für diejenigen, die den kennen, der ist wie so eine Wursthaut um München herum,
und hat aber kein eigenes Zentrum sozusagen. Deswegen hat man Regionalkonferenzen gemacht, eben, ich sage es mal, im Süden, im Osten, im Westen und in den und im Norden und so weiter, und hat dann auf Verwaltungsebene mit der Verkehrsabteilung des Landratsamts, den jeweiligen Gemeinden, dem MVV, das ist also bei uns der Münchner Verkehrsverbund, dem Busunternehmen, aber auch mit uns Kreisräten da jeweils Vorschläge erarbeitet. Und ich habe vorhin gerade schon mal davon gesprochen, von der Angebotsorientierung. Es ist also so, dass der Landkreis ein Angebot macht an alle Gemeinden, an alle 29 Gemeinden und sagt, das ist unser Angebot, das zahlen wir auch und zwar zu 100%. Wenn ihr mehr haben wollt, könnt ihr das gerne machen, aber dann zahlt ihr es auch und zwar auch zu 100%. Und das ist ein Paradigmenwechsel gewesen, weil einfach der Landkreis als Kreis sich auch zu seiner Kreisaufgabe bekannt hat. Und eben gesagt hat, das ist unser Angebot, das ist unsere Zuständigkeit und wir übernehmen dafür auch alle Kosten. Dass der Landkreis sich natürlich über die Gemeinden, über die Kreisumlage finanziert, ist ja klar. Heißt aber auch, dass wir haben auch sehr unterschiedliche Gemeinden, wie zum Beispiel Grünwald, eine Gemeinde, der es bekanntermaßen, glaube ich, auch über den Landkreis München hinaus sehr gut geht finanziell. Die zahlen dadurch natürlich auch anteilig mehr an der Umsetzung, wie eine kleine Gemeinde wie Straflach-Dinghating, das wird euch jetzt nicht sagen, das ist eine Gemeinde mit unter 5000 Einwohnern. Und man hat dadurch natürlich auch eine gewisse Kostenverteilung, die eigentlich sehr gerecht ist in meinen Augen. Jetzt ist es so, wenn ein Nahverkehrsplan beschlossen ist, dann wird er nicht gleich nächsten Montag umgesetzt, sondern es gibt ja bestehende Konzessionsverträge. Da hat auch ein Busunternehmer ein Recht drauf, ein Anrecht darauf, dass diese Verträge natürlich eingehalten werden. Wenn die aber auslaufen, dann wird sofort auf Basis des Nahverkehrsplans dann auch die neuen Linien, die neuen Standards eingeführt. Ich möchte jetzt nicht auf alle diese Standards eingehen. Wie gesagt, die Details könnt ihr gerne alle nachlesen. Wir haben das eben auch digital hinterlegt. Das ist auf einer vorliegenden Folie ja zu sehen gewesen. Das könnt ihr euch dann auch runterladen. Das Werk hat ungefähr 500 Seiten und ich will jetzt auch hier nicht auf jedes Detail angehen, aber als Beispiel eben mal so auf die Qualitätsstandards eingehen. Wir haben uns Gedanken gemacht, ja, welche Verkehrsmittel werden denn überhaupt eingesetzt? Es hat also Zeiten gegeben in bestimmten Gemeinden, da sind mehr oder weniger Reisebusse als Busse gefahren. Wir haben uns über Betriebs- und Verkehrszeiten Gedanken gemacht, eine Bedienungsqualität. Auch Umsteigehäufigkeiten, auch einen einheitlichen Netz- und Fahrplan haben wir gestaltet, der einfach auch vom Layout her sehr viel verbessert wurde. Wir haben uns natürlich Gedanken gemacht für den ganzen Landkreis München über Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, über die Fahrzeugauslastung. Aber wir haben auch, was die Haltestellen angeht, einheitlichen Qualitätsstandard eingeführt. Natürlich, ja, wir haben natürlich größere Haltestellen, so Busbahnhöfe, sage ich jetzt mal, aber wir haben auch sehr kleine und sehr ländliche. Aber die sehen vom Layout und vom Corporate Identity eben alle gleich aus und eben nicht so wie das früher der Fall war, ein Kraut und Rüben gewesen ist. Wir haben eben Qualitätsstandards auch für die Fahrzeuge. Da haben wir auch eben ökologische Aspekte mit einfließen lassen. Auch bei den Neuvergaben wird das sehr stark berücksichtigt, dass also die meisten neuen Busse eine Euro 6-Norm haben zum Beispiel. Aber wir haben auch, was Motoren angeht, Lautstärke angeht und so weiter, auch darauf geachtet, dass da einfach ein einheitlicher, guter Standard gewählt wird. Auch das Fahrpersonal, was ja sehr schwer zu bekommen ist, muss auch gewisse Qualitätsanforderungen haben. Und das ist einfach die Grundvoraussetzung.
Und wir haben, ich will jetzt nicht auf alles einzeln nochmal eingehen, auch das Marketing verstärkt. Wir haben ein Marketing für den ganzen Landkreis eben gemacht, haben die Fahrgäste informiert, haben den Vertrieb und den Tarif auf neue Beine gestellt. Und diese ganzen Standards, die hat es davor bei uns nicht gegeben und die sind jetzt aber verbindlich. Und das ist ganz wichtig. Das ist also nicht so, dass die so freiwillig eingehalten werden können, sondern die sind verbindlich und da gibt es keine anderen Standards. Markus? Ja, ich möchte auch nochmal auf ein Detail eingehen. Früher sind die Busse, ich sage jetzt mal, so gefahren, wie die Gemeinden das gerade wollten. Jetzt haben wir aber mal festgelegt, was gibt es denn überhaupt für unterschiedliche Verkehrszeiten? Wir haben also zum Beispiel festgelegt, dass es eine Schwachverkehrszeit gibt und die ist von 5 Uhr bis 6 Uhr. Wir haben eine Hauptverkehrszeit, eine Normalverkehrszeit und haben aber den ganzen Tag eingeteilt in unterschiedliche Verkehrszeiten und haben diesen Verkehrszeiten dann auch konkrete Uhrzeiten hinterlegt. Es kann also dann nicht sein, dass dann während der Hauptverkehrszeit kein Bus fährt und dafür 2 Stunden später im 20-Minuten-Takt gefahren wird, sondern das ist, wie gesagt, standardisiert und haben das natürlich dann auch für Montag bis Freitag, für Samstag und für Sonntag und Feiertage so eingeführt. Und das sind eben verbindliche Standards, die für alle Gemeinden und für alle Buslinien gelten. Ich habe am Anfang ja schon gesagt, dass wir sehr unterschiedliche Gemeinden auch haben. Ich habe jetzt nur hier einen kleinen Teil mal rausgenommen. Es gibt einfach Gemeinden, die haben mehr als 10.000 Einwohner. Es gibt Gemeinden, die haben 5.000 bis 10.000 Einwohner und haben da aber festgelegt, in der Hauptverkehrszeit bei den über 10.000 Einwohnern, da wird einfach ein 10-Minuten-Takt ist da der Standard. Oder in der Nebenverkehrszeit ist der 20 Minuten der Standard. Und in der Schwachverkehrszeit, also ganz in der Früh und ganz spät abends, eben der sogenannte Humpeltakt, 20 oder 40 Minuten Takt. Bei den kleineren Gemeinden schaut es natürlich anders aus, haben aber dann die jeweiligen Gemeinden diesen Kategorien jeweils zugeordnet. Und so dass man da eine Einheitlichkeit für den ganzen Landkreis festlegen konnte. Ja, was hat das Ganze eigentlich gebracht? Wir haben insgesamt die Verkehrsleistung um 31% steigern können und haben also was die Linienbusse angeht, wir haben noch sogenannte Rufbusse und Ruftaxis eingeführt und insgesamt haben wir die Fahrplankilometer, wie das im Fachchinesisch heißt, um 34% erhöht, also mehr als ein Drittel. Und das Ganze hat die Betriebskosten insgesamt um 8,2 Millionen Euro pro Jahr auch erhöht. Davon muss man natürlich aber auch noch abziehen, die sogenannten Einnahmezuscheidungen in der kompletten Umsetzung, wenn man das davon abzieht. Also Einnahmezuscheidungen sind im Wesentlichen Fahrpreiseinnahmen, aber auch andere Zuschüsse, die es vom Freistaat gibt, sodass man insgesamt bei einer Größenordnung von 4 bis 4,5 Millionen Euro pro Jahr an Mehrkosten kommt, wenn alles komplett umgesetzt wird. Ich habe ja vorhin schon mal gesagt, je nach Konzessionsvertrag, dann kann das natürlich auch länger dauern, aber Zug um Zug wird das und ist das alles umgesetzt worden. Ja, warum ist so ein Nahverkehrsplan für uns Grüne eigentlich so wichtig? Ich meine, dass es ein sehr wichtiger Beitrag zur Verkehrswende ist. Und da kann man eben auf Kreisebene auch wirklich was zu beitragen, weil der Nahverkehrsplan ist eine Kreisaufgabe. Und es hilft nichts über, weiß nicht, die Autos zu schimpfen, sondern man muss auch eben vernünftige Angebote machen. Natürlich ist es auch ein wichtiger Beitrag zur Energiewende. Wir haben jetzt den ersten Elektrobus bei uns im Einsatz, wir planen auch Wasserstoffbusse einzusetzen und sind da auch eben an verschiedenen Untersuchungen dran.
Da muss man natürlich auch eine Alternative zum Autoverkehr machen, und zwar eine attraktive Alternative. Es bringt nichts, wenn ich nichts Vernünftiges anbieten kann, sondern das muss attraktiv sein und muss sowohl vom Äußeren als auch von der Zuverlässigkeit als auch vom Angebot her einfach eine attraktive Alternative sein. Und auch wenn alle anderen Parteien und Fraktionen immer so tun, als ob sie auch irgendwie was mit dem Nahverkehrsplan zu tun haben, er wird trotzdem den Grünen zugerechnet irgendwie. Nicht nur, weil wir mal vor X Jahren da diesen Antrag gestellt haben, sondern wir haben das eben natürlich auch über Jahre hinweg immer sehr begleitet, und es ist irgend so ein grünes Branding auch. Das fällt letztendlich auf die Grünen auch zurück. Der Markus hat vorhin ja auch schon mal gesagt, wichtig ist die konsequente Umsetzung, nicht das Konzept. Und Konzept, da kann man auch stolz drauf sein, wenn man das hat. Aber das Schwierigere und das Kostenspieligere ist natürlich die Umsetzung. Denn die Umsetzung geschieht über viele Jahre, und da muss man über Jahre hinweg immer am Ball bleiben und immer darauf drängen und immer nachbohren und immer dahinter sein, dass das auch gemacht wird. Ja, der ÖPNV, der kostet auch viel Geld. Das ist keine Frage. Das ist jetzt nicht mit allen Landkreisen jetzt natürlich zu vergleichen. Der Landkreis München ist, glaube ich, soweit ich weiß, der größte in ganz Bayern. Ja, wir sind wohl auch mit einer der wohlhabendsten vergleichsweise. Aber es ist trotzdem eine politische Schwerpunktsetzung auch im Haushalt. Und das ist am Anfang, schreckt das viele natürlich ab, keine Frage. Aber es zahlt sich aus, und so ein attraktives Angebot wird von der Bevölkerung und auch von der Wirtschaft sehr gut angenommen. Das ist auch richtig so ein Punkt, mit dem auch Firmen wuchern können, wenn sie sagen können, wir sind im 20-Minuten-Takt mit dem ÖPNV zu erreichen. Das ist auch gerade in den Berufen, die schwer zu besetzen sind, eben auch ein gutes Argument, auch Leute zu gewinnen. Und auch in der Bevölkerung kommt es sehr gut an. Man kann da eben auch Werbung dafür machen, aber in der Bevölkerung ist das sehr gut angenommen worden. Ja, und man muss natürlich jeden dieser Umsetzungsschritte, also es wird eben dann jedes Jahr eigentlich zu jedem Fahrplanwechsel, wird wieder was Neues eingeführt. Das muss man dann auch natürlich schön abfeiern, wie das so schön heißt. Man muss das in der Presse bringen, die Fahrpläne verteilen mit einem grünen Logo drauf. Wir haben auch sogenannte Buspartys gemacht. Wir haben dann mit einer Flasche Sekt die Leute abends, wie es die ersten Abendbusse gegeben hat in der Gemeinde, wo ich wohne, dann eingeladen und sind mit Musik dann die Linie abgefahren und haben das natürlich zufälligerweise auch mit der Presse dann gut beworben. Das ist aber eigentlich auch wichtig, um das ganze Thema einfach bekannt zu machen. Ja, zum Schluss noch so ein Fazit und ein paar Empfehlungen. Ich hatte gerade ja schon mal gesagt, Busse sind eine Aufgabe der Landkreise. Viele meinen, das ist die Aufgabe vom Verkehrsverbund oder das ist die Aufgabe der Gemeinden oder das ist die Aufgabe der Busunternehmer. Nein, das ist es nicht. Das ist eine Aufgabe des Landkreises. Und der Landkreis muss da auch das Heft in der Hand halten und das für alle Gemeinden machen und sich nicht irgendwie davon abbringen lassen. Wichtig ist eben auch ein externes Büro mit der Projektleitung zu beauftragen. Ich habe vorhin ja schon mal gesagt, oft sind so Verkehrsverbünde sehr verschwistert und verschwägert mit irgendwelchen Bürgermeistern. Unser Büro kam, wie gesagt, aus Kassel. Ein Herr Büsch ist da der Projektleiter gewesen, und der hat es sehr neutral und sehr professionell gemacht. Und das hat sich sehr ausgezahlt. Also ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber die Firma Planmobil kann ich trotzdem mit bestem Wissen und Gewissen empfehlen. Die haben das drauf, die können das. Dann muss man neutrale, unangreifbare Qualitätsstandards festlegen. Nicht irgendwie so wischiwaschi. Und ja, für die Gemeinde machen wir es ein bisschen so und für die andere Gemeinde so. Nein, das muss neutral und unangreifbar sein. Diese Qualitätsstandards müssen für alle verbindlich sein. Dann bringt es auch nicht, wenn das so irgendwie knappe 8 zu 7 Entscheidungen im
in den Verkehrsausschüssen sind, sondern man muss da breite Mehrheiten im Kreistag dafür organisieren und auch in den Gemeinden. Nach einigen Bauchwehen der CSU, die das natürlich am Anfang erstmal gar nicht haben wollte. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, wo wir das begonnen und beantragt hatten, auch noch zu allem Überfluss eine SPD-Landrätin. Das hat der CSU natürlich gar nicht gefallen und deswegen haben sie am Anfang da etwas gemauert. Inzwischen machen sie da mit und dieser Nahverkehrsplan wird inzwischen einstimmig auch fortgeschrieben und ist eigentlich über alle Parteigrenzen hinaus auch, wird er auch unterstützt. Ja, es ist wichtig, dass man die Gemeinden, die ja in der, bei uns zumindest in der Vergangenheit immer das Sagen hatten zu den Bussen, die muss man da auch mit einbeziehen. Letztendlich zahlen die es ja auch dann über die Kreisumlage, aber die Gemeinden müssen da auch schon ein Mitspracherecht haben. Das ist schon auch wichtig. Wichtig ist natürlich auch, dass unsere grünen Gemeinderäte vor Ort damit einbezogen werden, dass die das Thema auch in ihren Gemeinderäten dann unterstützen und voranbringen. Ja, wir versuchen natürlich schon mit dem Nahverkehrsplan auch die Tagesordnung des Kreistags zu dominieren. Das tun wir aber nicht nur mit dem Nahverkehrsplan. Also wir hatten heute Kreisausschuss.